Servus zu einer neuen Folge Drakensang am Fluss der Zeit. Wir sind immer noch in der Zwergenbinge. Ja, ich weiß, etwas länger gebraucht. Aber wir sollten kurz davor sein, sie zu verlassen. Wir haben noch einen Kampf vor uns gegen, wie heißt der wieder, Torlosch. Und dieser kleine blöde Zwerg ist leicht verflucht und wir müssen ihn töten. Er hat noch 70 Leben. Wir haben ihn gut geschafft, allerdings hat er uns getötet. Aber unsere Kumpane noch nicht, wurde verbrannt. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ei? Weiche! Ja. Komm, komm! Ei! 7 Sekunden, das. Oh. 13. Ei. Komm, ein Treffer im Fluss. Na? Niederwerfen. Glück gehabt. Es ist überstanden. Oh, welch grausames Dasein. Das Erz hatte sich mit ihm verbunden und ihn am Leben erhalten. Ja, ist halt leider Gottes so. Nun, er ist erlöst. Ich werde diese Sache nie vergessen. Möge es uns eine Lehre sein, der Versuchung niemals nachzugeben. Gut gesprochen, Prinz Arum. Ich werde jetzt hier unten alles verbrennen. Sagt Bescheid, wenn ich das Hylaila Feuer zünden soll. Die Lunte ist lang, aber wir müssen dennoch unsere Beine in die Hand nehmen und die Mine direkt verlassen. Ja? Als erstes. Das hier. Balsam Salabunde. Zack, ein bisschen nach oben. Los doch, du Rangrasch, die Lunte brennt! Lauf, als wären 100 Drachen auf deinen Fersen! Ja, ich hab vielleicht was übersehen, aber naja. Lauf! Oh, wir haben es geschafft, keinen Augenblick zu früh diesem Höllenschlund zu entkommen! Was ist geschehen? Girtosch und die anderen fanden den Tod. Alle wurden sie durch ihre Gier nach dem Hölleneisen verdorben. Danken wir Angrosch, dass wir überlebt haben. Mhm. Schweigen. Prinz Arum, was geschieht nun mit uns? Müssen wir uns in Murolosch vor Gericht verantworten, weil wir Girtosch geholfen haben? Ihr habt euch nicht auf Girtoschs Seite gestellt, als es für euch ein Vorteil gewesen wäre. Damit soll es gut sein. Wollt ihr hier bleiben und von nun an ein wachsames Auge auf diesen Ort haben? Ich denke, ich spreche im Namen aller. Ja, das wollen wir, unser Prinz. Und wie steht es mit euch? Werdet ihr über das Geheimnis der Binge Schweigen bewahren können? Das Geheimnis der Binge wird gewahrt bleiben. Und auch über das andere Geheimnis werde ich schweigen. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Arum, Sohn des Arombolosch. Ja, wir haben es so gerade ausgeplaudert. Ist okay. Ich danke euch. Aber nun, da alles vorbei ist, werde ich zu meinem Vater gehen und ihm alles berichten. Zu lange habe ich geschwiegen. Er wird weise richten. Weise gesprochen. Als Dank für eure Hilfe nehmt meine Axt. Von nun an soll sie euch dienen. Karangroscha, Arum, es war mir eine Ehre, meinen Prinzen gedient zu haben. Kap Shalkan Draxin, ich nehme die Axt voller Stolz entgegen. Oder Darongolash, Arum, diese Waffe kann ich nicht annehmen. Sie ist von Väterchen Angrosch für euch bestimmt worden, nicht für mich.
eigentlich das Eure hier. Worte rühren mich zutiefst, Orangrasch. Dann verwehrt wenigstens nicht diesen Beutel mit Edelsteinen als tiefen Dank eines Freundes. Ja, mach mal. Vielleicht hätte das Teil besser laufen können, vielleicht nicht. Die hätte gemacht im Einhandwaffe 3W plus 6. Sie wäre besser gewesen, aber sie ist nicht für uns gemacht. Nun ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Lebt wohl. Ihr auch. Wir schauen mal ganz kurz rein. Wir haben hier... Er hätte zwar 3W6 gehabt. Wir sind 2 Punkte niedriger, aber wir haben so viel Körperkraft. Über 14,2, die wäre sogar schlechter aufgestiegen. Also das heißt, wir hätten die aktuell locker. Mit dem Höchstwert. Wir haben sogar eine bessere Waffe. Vielleicht. Ja. Es wäre die zweite gute Waffe gewesen für die Zwerge. Jetzt einfach mal so die dritte. Den Henkel dann nehmen wir ganz kurz nochmal. Die Bingenwache grüßt. Braucht ihr was? Für euch gelten natürlich Sonderpreise. Handel, zeigt, was ihr zu Sonderpreisen alles gibt. Zwergzeug, Rind vom Schläger. Nein. 5, wir haben... Nein. Brauchen wir alles nicht. Ja, wie übersehen bisher. Gibt es das auch? Schwarm rüstige Nägel. Gut. Hier haben wir nichts mehr. Ich laufe noch mal kurz durch. Hier haben wir einen Amboss, das ist uninteressant. Oben waren wir bereits gewesen. Wo geht der eigentlich hin? Ich bin froh, wenn der Skorpion weg ist. Bitte. Kann ich irgendwie behilflich sein? Handel, du hast aber auch nichts Passendes. Gell? Kugeln, Pfeile. Handel abschließen. Da hinten waren wir eigentlich auch gewesen. Wo geht ihr hin? Interessiert mich jetzt doch. Ja, da oben die Elfe, die können wir nochmal nachschauen. Eigentlich müsste Richtung Schiff gehen, aber ich bin mir unklar, auf welches. Wo gehst du hin? Das interessiert mich jetzt wirklich. O Trauer! Girdasch ist tot, welch unermesslicher Verlust! Aus gegebenem Anlass entfällt die Girdasch-Steuer. Vor allem ihr solltet davon profitieren. Kauft im Gedenken an einen großen Zwerg.
Eine Frag Frage. Nur! Girtasch. Nun, da Girtasch tot ist, muss das Leben weitergehen. Alles ist gut und am besten sind die neuen Preise. Festposten, Sonderposten, alles muss raus zum Andenken an unseren werten Girtasch. Habe ich doch einen Zwerg verpasst. Meno. Ne, da läuft er. Oh, schade. Ach, du schon wieder. Na, was gibt's? Ich bin nicht hier, um mich zu unterhalten. Es sei denn, du meinst eine Raja-gefällige Unterhaltung, Schätzchen. Wenn du ein wenig rundlicher und haariger wärst, würde ich es mir überlegen. Aber so will ich nur mit dir reden. Nun, du kannst reden, so viel du magst, solange du zahlst. 2 Dukaten und ich erzähle dir wirklich wissenswerte Dinge über das Dorf. Ich gehe dann. Ob inzwischen ein neues Schiff angekommen ist? Gleich mal nachschauen. Dann schauen wir kurz mal nach unseren einzelnen Leuten noch. Wir haben hier hinten ja unsere... Ob wir hier fertig sind. Geht einfach nur darum, kurz mal schauen, ob ich irgendwas noch übersehen habe. Weil geschlossen ist jetzt noch mehr. Hat sich alles schon erledigt. Ungeziefer hat sich erledigt. Plus Piraten. Zeichen der Macht. Was haben wir jetzt noch offen? Jagd allerlei. Ist okay. Elfertempel können wir nicht hingehen. Können wir auch jetzt. Nee, uns fehlt immer noch der Wasserdrache. Irgendwas fehlt mir. Neuer Kommandant der Zwölffestung will endlich etwas gegen. Ja, ist okay. Eingang zum Schloss. Können wir jetzt hingehen? Champion zurück in die Globulenwelt. Das heißt, da müssen wir auch nochmal hin. Schauen wir mal durch. Also. Ich habe irgendwas übersehen. Seid gegrüßt. Leider habe ich keinen Tropfen für euch. Kommt doch später wieder vorbei. Hat er nicht gemacht. Dann schauen wir jetzt kurz nochmal in die... ins Wirtshaus. Schauen wir kurz nochmal die einzelnen Sachen durch. Nein. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Wollte rein, nicht raus. Warum laufe ich immer verkehrt rum? Suff das Ding. Jetzt bin ich kein König mehr. Hey, Süßer, wie kann ich dir helfen? Nee, will ich jetzt gerade nicht. Da seid ihr ja wieder. Dann mal los. Ja, sie ist meine Tochter. Ein keusches, liebliches Ding ist sie. Ja, ich hätte ich noch eine schon. Seife, würde ich sie euch glatt geben. Ich muss noch mehr trinken. Übung macht den Tavernenkönig, sag ich dir.
Hütti! Ragan und Jorgon. Oh, Arm gedeckt! Ich habe schon erledigt. Was verlegt. Aber sicher. Ich sollte den geistigen Getränken abschwören. Gut. Wir nehmen einfach komplett alles. Den haben wir schon gehabt. Reden wir gleich nochmal. Den darf ich nichts machen. Letty! Nicht wenigstens ein... Gut gemacht. Freibier? Keine Krone, kein Freibier. Nehmen wir mit. Aber sicher. Ei. Ich habe erfahren, was geschehen ist. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wie konnte ich nur so dumm sein und es so lange mit diesem Soremann aushalten? Das frage ich mich auch. Du hast das Richtige gemacht und uns von ihm gewarnt. Dennoch lass dir eine Lehre sein. Danke für die netten Worte. Aber genug davon. Willst du noch etwas von mir? Gerne. Wachmann Helles, nein. Dann reden wir mit ihr. Swafnir zum Gruße, Kampfgefährte. Ich möchte noch etwas fragen. Dann frag. Wie funktionierte der Pakt mit dem Baron genau? Die Zöllner gaben uns Aufschluss über Ladung und Bewaffnung der Schiffe und wir teilten die Beute. Dajin verlangte immer mehr Anteil, nachdem die Weißkutten hier waren. Dann fragen. Wir hängen Kaltenstein da drin. Die waren geheimnistuerisch, diese Weißkotten. Ich weiß nur, dass sich die Flüsterer in alles eingemischt haben und immer mehr forderten. Wohl auch vom Baron, wie es scheint. Dann frag. Wie ist das mit Mora abgelaufen? Wir sollten das Schiff kapern, auf dem sie reiste. Aber das war keine Gefangennahme. Die Kleine ist freiwillig mitgegangen. Fast so, als wüsste sie genau, was sie erwartet. Irgendein Geheimnis stinkt da zum Himmel. Dann frag. Was hat das Gerede über Schiffbruch vorhin? Mein letztes Abenteuer mit Beorn endete damit, dass mein Drachenschiff auf dem großen Fluss sank. Und der erbeutete Schatz mit ihm. Meine Marus waren meine letzte Erinnerung an die Inseln im Nebel. Okay. Inseln im Nebel ist ein Abenteuerband, das die letzten drei Abenteuer enthält von der Reise zwischen Björn, der Blende und Felesen Fockwulf. Und was sind deine Pläne für die Zukunft? Wieder raus aufs Meer, wo die wahren Herausforderungen warten. Es gilt noch viel Ruhm zu erlangen, bevor ich in die heimatlichen Gewässer zurückkehre. Das wohl. Und das wohl. Irgendwie würden die gewogen sein. Oh, neuer Tavernkönig. Gebt ihr einem einsichtigen ehemaligen Schuldpulver. So. Oh, neuer... Nein, nein. So, was habt ihr noch zu erzählen? Willst du den Schärfenspieler hören? Lass uns mit Münzen klimpern. Du könntest etwas vorsingen. Jetzt nicht. Achso, das waren die beiden. Okay. Was habe ich gesagt, Kumpel, hä? Eines Tages trinken wir was. Dann schauen wir kurz nochmal hier hinten. Ansonsten gehen wir jetzt einmal. Hey, mit denen habe ich nichts zu tun. Mit ihm hier. Im Rumpo. Hat der noch was zu sagen? Na, Freundchen, boy. Was könnt ihr mir lernen? Okay, passt. Irgendwas ist faul. Die Leute nehmen mich nicht ernst.
Kommen wir da nochmal irgendwie hin? Kellerschlüssel, habe ich da einen Kellerschlüssel? Schlüssel zur Gruft, Verliesschlüssel, es hilft nichts. Schlüssel Baderaum. Den haben wir schon auf. Truhe dürfte leer sein. Ja. Sofort. Solo-Abenteuer. Kommen wir gleich rein. Natürlich. Die müsste leer sein, genau. Kommen wir nicht hin, kommen wir nicht hin. In Ordnung. Das ist gut, das ist leer. Mach ich. Natürlich. Die Schatullen übersieht man immer leicht. Obwohl, die habe ich mitgenommen schon. Okay. Dann nutzen wir den unauffälligen Ausgang. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, dann gehen wir jetzt. Also ich könnte es probieren, noch mal reinzukommen in die eine Höhle, aber das ist es nicht. Das laufe ich jetzt, dann nehme ich jetzt keine Schnellreisefunktion. Weißt du jetzt, warum er mich den Bussard nennt? Nee, oder? Ist klar, oder? Ich bin nachentschuldigt. Ich rede zu viel. Was kann ich für euch tun? Bereits wo soll es hin? Wir gehen jetzt Türstein. Ich tu mal kurz meine Taschen soweit wieder entleeren. Und nehme mir alle Embleme mit. Die ich gefunden habe. Sollte, wenn die nicht automatisch hier hinten drin sind. Embleme ist, ja, können wir eventuell mitverkaufen. So, wir laden erstmal wieder ein Feieres. Wie kann ich dir helfen? Ja, bitte. Gruppe. Was ist? Gruppe. So, was brauchen wir nicht? Was kann alles weg? Thron ist drin. Ja, ich habe es nicht aufgesetzt, von daher. Der Hellenhelm kann weg. Seife, einfach Verband kann man behalten. Das ist okay, Schleifstein ist okay, Salbenfett, Rostig, das weg. Das. Schlüsselbaderin brauche ich nicht. Pappenschip, Halbmuffackel, das ist okay, das ist okay. Ich habe dreimal. 1, 2, 3 ist okay, lassen wir mal. Gut. Dann bitte du. Anzahl ist okay, Krebs ist okay, Austausch, Krone ist das weg. Hufdassel weg. Skorpion weg. Rostige Nägel, Leder weg, Gänse, Seide.
Anschmeißspiel. Flachmann weg. Schlüsselabstellkammer kann weg. Fackelschnitze, das ist okay. Ja. Flusskiesel können weg. Bolzen können weg. Pfeil. Okay. Falscher Goldklumpen kann weg. Haarnadel, Schloss, Messer. Zum kurzen Nachschauen. Ich schau mal ganz kurz nach, was falsche Goldklumpen. Gegenstände. Falscher Goldklumpen. Sechs bei Bragan. Verbundene Queste, pelzige Angelegenheiten. Ach so, hätte ich ja weitergeben können. Kann ich also verkaufen. Gehen wir von unten her durch. Quanus Degen. Bleiben wir weiter. Fackel ist okay. Tishianas Schild brauchen wir auch. Goldring, Silber. Rüstungspartillen, Schleifstein weg. Spielkartenfussel, Handschmeichler weg. Flachmann weg. Erkaltetes Herz weg. Rostige Nägel. Das weg. Apfel weg. Salbenfett. Okay. Das ist jetzt okay. Und bei dir sieht's aus wie folgt. Kugeln, das weg. Zoloabenteuer, schauen wir gleich rein, was es ist. Elixier, Mut, Seife, Prümmel brauchen noch. Schnaps weg. Die ganzen alten Münzen weg. Knauf weg, Geschoss, Gold, Zwerge, Kursch. Rabette weg. So, das war Schmieden, Malma, Angroschum. Kann weg. Zwergenskraja. Ich mache 2W plus 6, 2W8 aktuell. Schlechter. 3W plus 3 war Körperkraft 19. 2 Handhiebwaffe. Das kann weg. Zwergenskraja kann weg. Lindwurmschläger kann weg. Vor allem der eigene ist ja auch noch da. Zwergenschlägel. 1W plus 10. 10 Grundschaden, das ist geil. Drachentöterhammer kann weg. Kriegshammer kann weg. Der Felsspalt oder das hier, das ist okay. Gut, heißt ja mal ein bisschen. Sind die Ziegen hier drauf? Heimatland, was ist los? Lesen wir ganz kurz. Solo-Abenteuer von Leonie von Falkenberg. Ist okay, können wir demnächst mal machen. Behalte ich mir mal im Hinterkopf. Gut. Aber irgendwo fehlen mir jetzt gerade die Embleme. Ich schau mal kurz mal durch. Da haben wir sie ja. Schauen gleich nochmal nach, ob wir ein paar Goldene noch finden. Die ganzen Münzen müssen wir demnächst auch verkaufen und so weiter. Wir kommen noch auf ein bisschen Geld. Ich glaube, wir müssen uns auch einkleiden, um dann entsprechend hinzukommen. Das sind die ganzen Depeschen. Die ganzen Waffen. Ich glaube, ich kann viel davon verkaufen. Für Holzring muss ich nochmal nachschauen. Stahlkugeln, Kugeln. Kugeln plus ein Schadenspunkt. Kugeln, nichts weiter. Sie machen einen Schadenspunkt mehr. Wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich die gehabt hätte rechtzeitig. Das nochmal an Gold. War alles okay. Dann schauen wir kurz mal die anderen Truhen nochmal an.
Nicht, dass ich da aussehen, was reingeklickt habe. Ich muss ja einiges verkaufen. Blutiges Bein, das macht keinen Sinn. Die Wappenschilder machen keinen Schild. Es ist einfach zu viel, was ich hier habe. Was keinen Sinn macht. Aber da nehme ich euch nicht mit. Es gibt Sachen, die euch zwar was angehen, aber die keinen Sinn machen, dass ich euch mitnehme. Vor allem geschmeidete Reihe und so. Das ist alles zwar gut und schön, aber brauchen wir vielleicht gleich noch. Den Feenstaub ist auch nicht verkehrt. Ja, müssen wir schauen, was wir brauchen, was nicht. Der Rest fliegt. Da fragen wir gleich nach, wie es aussieht. Die Wirtin haben wir auch schon mal gehabt, aber da dürfte auch nichts mehr sein. Da seid ihr ja wieder. Eine Was Frage. Gibt's denn? In Ordnung. Anderes. Worum geht's? Sag das doch. Nein, nein. Mit ihm haben wir gesprochen. Das macht keinen Sinn. Ganz wichtig. Gut gemacht. Die Holztaschenuhr. Normales Mal. Schon erledigt. Auf! Ah, da seid ihr ja wieder. Gestattet mir, euch mit meinem Gast bekannt zu machen. Die ehrenwerte Ulvine Neisbeck. Sehr erfreut. Angward hat mir schon viel von euch erzählt. Er hat uns noch ein oder zwei Mal gesehen. Ja. Frau Neisbeck ist eine der angesehensten Damen in ganz Ferdok und benötigt dringend Hilfe. Und niemand kommt dafür besser in Frage als ihr. Oh, Angward, sprecht doch nicht so förmlich von mir. Bitte führt euer Gespräch zu Ende. Danach ist immer noch Zeit für meine Bitte. Eine außergewöhnliche Dame, nicht? Was kann ich denn für euch tun? Kopfgeld. Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Dann lasst mal sehen. Ich habe hier einige goldene Embleme. Unglaublich! Praios sei gepriesen! Ihr müsst ihnen einen empfindlichen Schlag versetzt haben. Für jedes Emblem gibt es eine besondere Belohnung. Hier, diese Dukaten habt ihr euch wohl verdient. Nehmt dieses Kopfgeld im Namen Graf Grovins. Ich werde euch in meinem nächsten Bericht nach Ferdok lobend erwähnen. Hier, ein Beutel Dukaten. Mit den besten Empfehlungen des Grafen. Wünschte, ich hätte jemanden wie euch in meiner Truppe. Danke, ich gehe dann wieder Piraten jagen. Stimmt doch Seid gar gegrüßt. Nicht. Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Es geht um die Aktivitäten der Flusspiraten. Diese müssen und... Dies wäre wünschenswert. Aber für den Dienst, den ihr uns erwiesen habt, bin ich bereit, auf euren guten Namen zu vertrauen. Für jedes silberne Emblem bekommt ihr 5 Silbertaler. Alles klar. Die Anführer der Piraten sollen Emblem... Ja, Embleme des Südens, ja, die habe ich immer noch, leider Gottes. Ja. Seid gegrüßt. Es geht um das Kopfgeld. Ihr habt Embleme. Es geht um die Aktivitäten der Flusspiraten. Dies wäre wünschen. Für jedes silberne Emblem bekommt... Sag mal, ich hab da 66 silberne und krieg die nicht los. Ei. Ja. Darf doch wohl nicht wahr sein. Na? Seid gegrüßt. Nun gut, aber haltet es kurz. Gibt es sonst noch etwas?
Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Dann lasst mal sehen. Ich habe ja einiges Silberne. Eine schöne Ausbeute. Hier ist eure Belohnung. Danke, ich gehe dann wieder Piraten jagen. Jetzt reden wir mit ihr. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mein Anliegen anzuhören. Was ist euer Anliegen? Mein armer Bruder ist diesen schändlichen Piraten in die Hände gefallen. Das Lösegeld, das diese Verbrecher fordern, ist unbezahlbar. Meine Familie und ich sind völlig verzweifelt. Wie? Ich möchte daher direkt mit den Piraten verhandeln. Vielleicht zeigen sie dann ja ein wenig Mitgefühl für unsere Notlage. Man sagte mir, dass ihr mir helfen könntet, die Piraten zu finden. Lügen oder nicht lügen, das ist jetzt die Frage. Wie edle das Gemüt? Ich sag ja. Was? Eine Dame wie ihr schutzlos unter diesem Piratenpack? Bei meiner Treu, das kann ich nicht zulassen. Wünschte, wir hätten mehr Männer, dann würden wir diesem Abschaum ein Ende machen. Ja, es ist wirklich bedauerlich, dass wir zu solchen Maßnahmen gezwungen sind. Aber sorgt euch nicht, ich werde schon auf mich aufpassen. Wenn ihr mir also sagen könntet, wo sich das Lager befindet? Ich kann es nicht verantworten, eine Dame allein an einen so gefährlichen Ort reisen zu lassen. Ich weiß eure Fürsorge zu schätzen, aber dies ist die einzige Möglichkeit, meinem armen Bruder zu helfen. Bitte kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Meinung ändert. Danke, dass ihr zurückkehrt. Ja, habt Dank, das werde ich tun. Auf Wiedersehen, Angwart. Adieu. Was ist das jetzt wieder? Kopfgeldjagd abgeschlossen, oder? Nee. Ist noch mehr Piraten, oder was? Seid gegrüßt. Ihr habt Emblem. Es geht um die Aktivität. Dies wird für jedes silberne. Alles klar. Einen Moment. Ich fühle mich nicht sehr wohl dabei, dass die junge Dame einfach so ohne Schutz diesem Piratenabschaum ausgeliefert ist. Und das auch noch in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich kann leider hier keinen meiner Männer entbehren. Aber jemand sollte Frau Neisbeck in diesem Piratenlager aufsuchen und für ihre Sicht... Könntet ihr dies vielleicht erledigen? Dann wäre mir erheblich wohler. Nun, denkt darüber nach und viel Erfolg noch auf euren Reisen. Eine wirklich beeindruckende Frau. Aber sie ist längst nicht so leutselig, wie sie sich gibt. Glaubt mir, ob bei Hofe oder in einer Taverne, der Blick in den Augen eines Schwindlers ist immer gleich. Das sind überraschend kluge Worte. Meine Gedanken waren genau die gleichen. Sie sind ja übergründlich geworden. Ah, ein bekanntes Gesicht. Kann ich jetzt... Ihr werdet... Zwei Lilien. Okay, bringt nichts. Was kann ich für euch tun? Wo soll... Piratenlager, wo und sonst? Warum ist das sonst nichts hier? Ich glaube, wir haben als nächstes bei den Elfen noch was zu erledigen. Wir haben bei... komm mit. Wie kann ich dir helfen? Ja, bitte? Kleidet mich. Was ist? So. Hast du schon gehört? Noch nicht. Die Goblins, die verschwunden sind, kommen nicht wieder. Die hat ihr Schweinegott geholt. Bussard, du hast wirklich ein Talent, Flussmannsgarn zu spielen.
Bank. Ich glaube, die ist ach, gut darin. Du schon wieder. Ich bin nicht hier, um mich zu unterhalten. Es sei denn, du meinst. Nun, du kannst reden, so viel du magst, solange du zahlst. Na, dann hör mal gut zu. Man tuschelt, dass Soremann früher im Farindelwald eine Elfenkutsche überfallen hat und im Feenland 10 Jahre lang gefangen gehalten wurde. Deshalb hat er Angst vor allem Übernatürlichen. Mhm. Das kostet dich weitere 2 Dukaten. Girtasch kommt oft zu mir. Du weißt schon, der kleine Bartenmurmler steht auf mich. Und vor allem redet er im Schlaf. Irgendetwas ist in seiner Miene, das macht ihm Angst. Aber er will es unbedingt besitzen. Auf jeden Fall ist das alles ganz und gar nicht nach den Gesetzen der Zwerge. Er hat richtig Angst davor, dass irgendwann ein offizieller Vertreter vorbeikommt und ihm Ärger macht. Gott sei Dank ist er tot. Hm. Ob inzwischen ein neues Schiff angekommen ist? Gleich mal nachschauen. Ich verstehe nicht, warum er so unvernünftig ist. Irgendwas den Tavernenkönig, sag ich dir. Magst du es, Donnerfaust, weiter beim Trinken zu stören? Wollt ihr noch was? Vielleicht später. Ich habe noch Dank gelegt. Weißt du, gerne, Captain. Spucke auf Geheimnistuerei. Verschwinde, du doppelzüngiges Schlangenweib. Nun, wenn ihr weiterhin so uneinsichtig seid, werde ich mich mit meinem großzügigen Angebot an jemand anderen wenden müssen. Es gibt hier sicherlich Leute, die genug Geschäftssinn besitzen. Oh, ihr seid es. Seid nochmals bedankt, dass ihr dieses Treffen ermöglicht habt. Leider bin ich hier auf wenig Einsicht gestoßen. Dürfte ich euch vielleicht unter 4 Augen... Niceback, Frau, schweig stille. Du hast dieses Natterngezücht zu mir geschickt? Sie bat mich, ihr wegen ihres entführten Bruders zu helfen. Ja, das ungewisse Schicksal meines Bruders. Kapitän Donnerfaust zeigte sich bisher leider völlig unkooperativ, obwohl ich wahrlich versucht habe, an ihre Vernunft zu appellieren. Soll dich doch der Blitz treffen! Hörst du nun endlich auf zu reden, Frau? Aus meinen Augen! Und so etwas nennt sich Piratenanführerin. Ich werde meine Zeit nicht länger mit euch vergeuden, Eilif Donnerfaust. Aber betet zu eurem heiligen Walfisch, dass ihr mir niemals in die Quere kommt. Ja. Menschen von ihrem Schlag stinken eine Seemeile gegen den Wind. Selbst unter ehrlosen Piraten. Was wollte sie von dir, dass sie so zündet hat? Wollte Geschäfte mit mir machen, um ihrer Konkurrenz eins auszuwischen. Und sie will ihren Bruder tot sehen. Tot, bist du sicher? Mir sagte sie, sie will ihn befreien. So sicher, wie Soremann tot ist. Der wollte bestimmt Lösegeld auf eigene Faust einstreichen. Schau mal in seiner Hütte im Südwesten. Ulvines Bruder soll frei sein. Jan, ich will auch wissen, was hier läuft. Was sagen die Zwerge? Baroschen, ein Hoch auf das Gebraute und auf den Stein, der Girtasch begraben hat. Moment. Wie war das gerade wieder? Nein. Soll die Hütte aus südwestlich des Piratendorfes. Karte südwestlich. Ach, hier hinten. Okay. Ganz weit weg. Können wir dann schnell reisen? Na, darf ich nicht nehmen. Bin gerade an keiner.
wir da durch? Oder ist es gesperrt? Weiße Wolf, Wolf. Flusspirat, Flusspirat. Ist doch mal schön. Ei? Mal. Armer Trutz! Hilfreiche Tatze! 46 aus. Ja, kommt hin. Du bleibst zurück. Du läufst hier hin, du läufst hier hin, du läufst nirgendwo hin, sondern du machst den hier hin. Hä? Was willst denn du hier? Moment. Du hast doch so mal platt gemacht. Das wirst du bereuen. Jungs, Angriff! Wir sind doch schon längst unterwegs. So. Ja. Ab auf ihn hier, ab auf ihn hier. Ja. Achtung! Weiche! Einmal, zweimal. Was? Angriff! Gehe ich hier noch unter? Schauen wir mal. Sterne! Hol den Nexus! Seid ihr ein neuer Handlanger des ruchlosen Eisenschmeck? Haben nun die Götter mein Ende beschlossen? Mein Name ist Zolgrim und Donnerfaust schickt mich, euch zu befreien. Kapitän Eisenschmeck ist tot. Zar sei gepriesen. Viele meiner Gefährten sind durch seine Hand gestorben. Ich fürchtete schon, bald Golgaris Schwingen rauschen zu hören. Doch meine Gebete wurden erhört. Da ist noch etwas. Eure Schwester hat eine Lösegeldforderung erhalten und ist persönlich angereist. Was? Ulvine ist hier? Ich konnte bereits zwei in ihrer Kopfgeldjäger entwischen. Doch dann geriet ich hier in Gefangenschaft. Bitte, bei den Göttern, helft mir! Zwei ihr Kopfgeld. Was habt ihr Als mein Vater, er ruhe in Frieden, uns die Leitung seiner Handelsgeschäfte übertrug, ließ er Leonardo, den Mechanikus, zwei Spieluhren anfertigen. Mhm. Doch Ulvine will die Zügel allein in ihrer Hand halten. Die Hälfte reicht ihr nicht. Gebt ihr meine Uhr und sagt ihr, ich sei tot. Wenn die Götter wollen, wird es mir so gelingen, ihr zu entkommen. Wie könnt ihr dieser Frau die Hälfte eures Erbes überlassen? Mein Leben ist mir mehr wert. Ich kann euch nur raten, euch von ihr fernzuhalten. Sie ist völlig skrupellos in ihrer Gier nach Macht. Nun, habt vielen Dank und lebt wohl. Hier, nehmt diese 10 Dukaten. Sie werden auf eure Flucht ein wenig erleichtern. Es hat mich gefreut, eine so ehrbare und freigiebige Person wie euch zu treffen. Ich danke euch und hoffe, diese Schuld eines Tages begleichen zu können. Mögen die Zwölfe euch segnen. Lebt wohl, ja. Kann man durchgehen oder nicht? Persönlich am liebsten würde ich die zu den Wölfen bringen und da töten lassen. Dieses Frauenzimmer geht sehr, ihr habt von Anfang an nicht gefallen. Gott sei Dank habe ich sie bestohlen. Und ihn lassen wir in Ruhe. Du wagst es, uns vor die Augen zu treten? Du, der du für den Tod von Zaphera Blutklinge verantwortlich bist? Nun wird uns nur mehr das Rinnsal deines Blutes zur dunklen Göttin führen. Gut. Nee.
erstmal auf mich ziehen. Ja? Ei. Ah, alles nur nicht das. Ha! War ihr! Weiche! Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Leider Gottes. So, bei mir geht's gerade ab. Ja, was machen wir? Stimmt. Das ist noch okay, du jagst den hier noch, jagst den hier noch. Komm schon! Ja. Stern. Jagd drauf. Hm? Ja. Drauf zweimal. Bei Angerschwert. Ja. Er hat sich bewegt. Selbstschuld. Was? Ja, nehmen wir mit. Das haben wir, das haben wir. Dann geben wir kurz oben Bescheid. Endlich regnet's. Siehst du aus wie ich? Hast du den Niceback-Bruder gefunden? Ja, hat sie auf den Shop gemacht, als er hörte, dass seine Schwester hier ist. Gut gemacht. Wir schätzen die Freiheit wie den Wind und nicht wie Sklavenhändler die blutigen Münzen. Schätzt du einen guten Schluck? Dann trink! Hab Dank, Elis. Zirgisdottchen. Auf die Freiheit! Das Wohl! Das wohl. Dann frag. Das haben wir. Mein letztes. Wieder raus aufs Meer. Was habe ich gesagt, Kumpel, hä? Gut. Eines Tages trinken wir warmen Honig mit in der Taverne. Tada! Ja. So, das haben wir erledigt. Hier ist nichts mehr. Haben wir die... Ich habe die vergessen auszuräumen.
hab die gnadenlos vergessen. Die Richtung. Das gibt's doch nicht. Wie blöd kann man sein? Immerhin liegt einer noch da, oder? Ach, Menno. Ein Dukat verloren gegangen. Ich höre schon, wie ihr geschrien habt im Hintergrund. Ja, ist noch was? Ja, ich weiß. Ich hab's vergessen. Machen wir ein paar Amazonen, wäre nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt einmal Richtung Elfen. Ja. Natürlich hätte ich auch einen Schnellsprung machen können in die Richtung. Ach, da haben wir noch die Frau, genau, mit der müssen wir noch einmal reden. Hey, kleiner Mann, komm doch mal her und lass dir ein Schneeröschen den Bart kraulen. Oh, ihr wieder. Hört gut zu, meine Geduld ist erschöpft. Ich biete demjenigen, der meinen Bruder endgültig verschwinden lässt, eine fürstliche Belohnung, verstanden? Alles Weitere liegt bei euch. Ich habe euren Bruder befreit. Euer Bruder ist tot. Tatsächlich. Ja, es muss so sein. Ich hatte zuerst meine Zweifel, euch anzuheuern, aber ihr habt euch eure Belohnung verdient. Hier, ich denke, die Summe ist angemessen. Und nun gehabt euch wohl. Ja. Du? Hast du schon gehört? Ah. Noch nicht. Nee, jetzt habe ich glatt vergessen. Was wollte ich denn? Nee, oder? Komm, wir gehen in die Taverne. Da gibt's noch mehr Flussmannsgarn. Nee, lass mal. Ich bin froh, dass ihr wolltet sich... Was kann ich für euch tun? Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der... Dann ist aber für heute endgültig Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche. Bis dann. Ciao.